gleich. Müsste jetzt starten. Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem Corporate Learning Meetup. Ich freue mich, dass wir den Thorsten, ja, ich kenne ihn als Thorsten Hardis noch, heute ist es Thorsten Reimann, wieder hier haben. Thorsten, du warst ja schon mehrmals bei Corporate Learning Camps dabei und ich habe schon ein paar Sessions von dir erlebt. Ich glaube, es ging öfter um künstliche Intelligenz bei dir und war immer ganz fasziniert, so wie du erklärt hast. Und du hast heute einen Kollegen mitgebracht und ihr redet heute über ein Thema Open Badges, weil ihr persönliche Erfahrungen damit gemacht habt. Ich übergebe gerne an euch, bin ganz fasziniert und bin gespannt, was Open Badges, was man damit alles noch machen kann. Ja, also dann erstmal ganz herzlichen Dank für das große Interesse hier in der Gruppe. Vielleicht ganz kurzer Hintergrund, ich mache mal kurze Einleitung und dann wird Tizian, der hier neben mir sitzt, jetzt gleich übernehmen. Es war nämlich so, dass wir von befreundeten und auch von Kundenunternehmen immer wieder zum Thema Badges gefragt worden sind, weil wir das mal in einem Projekt umgesetzt haben. Wir machen mit unserer Firma viel KI-Entwicklung auf Chatbot-Basis und Voice und solchen Geschichten. Also immer im Weiterbildungsmarkt sind wir da unterwegs. Und dadurch, dass wir da so eine hohe technische Kompetenz haben, entwickeln wir als Agentur auch immer wieder individuelle Bildungsprodukte für Unternehmen. Und da haben wir eben auch was zum Thema Badges gemacht. Und wie gesagt, da sind wir immer wieder mal gefragt worden, haben gedacht, wir bieten das einfach mal auch hier in der Corporate Learning Community an, falls da Interesse besteht. Wir haben einfach schon ganz viel erhalten, also bekommen aus der Community und haben gedacht, wenn das jemand interessiert, dann können wir da vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben. So sind wir heute dazu gekommen, sind wir heute hier zusammengekommen und der Tizian, wie gesagt, wird jetzt gleich inhaltlich, Tizian ist Projektleiter hier bei uns und hat auch die Badges als Software, die wir entwickelt haben, verantwortet. Und vielleicht, bevor wir jetzt starten, ich denke, wir können das vielleicht gerade ein bisschen interaktiv auch machen, sind wir ganz neugierig, wo nutzt ihr denn schon Open Badges oder nutzt ihr überhaupt schon Open Badges oder Badges an sich? Wenn ja, wie? Oder wo könnten denn noch Use Cases sein, die ihr so seht, wo ihr das gerne einsetzen würdet? Und ich würde sagen, wir machen das so im Popcorn-Style, so wer poppt irgendwie, wer den Impuls hat, der teilt und so gehen wir dann einmal durch die Runde. Also mitreden, meinst du? Ja, mitreden, richtig. Ja, das ja, genau. Ich war schon gerade dran, meinen ewig langen Text in den Chat zu schreiben. ich fange gleich mal an. Ich bin an der Hochschule beschäftigt und mich treibt die Frage um, ob Badges vielleicht eine Möglichkeit sein könnten, irgendwie unsere Lehrenden noch so ein bisschen zu motivieren, bestimmte Dinge eben auch sich weiterzuentwickeln, was gerade digitales Zeugs und hybrides Zeugs und so angeht. Und deswegen bin ich da. Und vielleicht auch für die Studierenden könnte das auch irgendwie was sein, weil ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, eben auch mal so kleines Badges für bestimmte Skills, die man irgendwo erlangt hat, zu bekommen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt ein ECTS-Punkt ist, der irgendwie für die Lehre dann so relevant ist. Genau, deswegen bin ich ganz gespannt. Ja, ich kann auch berichten, dass wir in der Corporate Learning Community bisher schon Badges vergeben haben und mehr so als Idee mal darauf hinzuweisen, dass sowas geht. Wir haben bisher aber nur Badges vergeben, so im Sinne von hat teilgenommen. Also wir haben sie noch nicht vergeben, so im Sinne von ist eine Qualität entstanden. Hat jemand auch wirklich was gemacht? Das wäre meiner Ansicht nach nochmal so ein Ziel, dass wir irgendwann mal vielleicht Community-Badges vergeben, dass die Community bestätigt, ja, der hat es wirklich drauf, das können wir ihm bestätigen, ne? Ja, das stimmt. Weil du das gerade sagst, Karl-Heinz, ne? Wir überlegen ja gerade auch bei Mein Ziel 23, ob wir Badges für die Teilnahme an Mein Ziel 23 vergeben und welche Kriterien relevant sein sollen, damit man auch so ein Badge bekommt. Das nochmal so nebenbei. Das ist auch noch so offen in unserem Teams-Kanal. Darüber debattieren wir da gerade. Mhm. Deswegen bin ich doppelt gespannt, wie das überhaupt geht und so. Ich poppe mal auf und sage, hi Torben, Köln, bei einem Klinikum beschäftigt. Und tatsächlich
Der erste Badge, den ich bekommen habe, war tatsächlich vom Barcamp der Corporate Learning Community in Koblenz. Also von daher, da war mein Interesse danach geweckt. Ich habe es versucht, bevor ich jetzt beim Klinikum war, war ich bei einer Bank beschäftigt und habe gesagt, komm, das würde ich ganz gerne machen. Ist nicht so zum Laufen gekommen. Daher, meine persönlichen Erfahrungen sind tatsächlich Corporate Learning Community so als der Start des Themas. Da hat es angefangen und dann tatsächlich über erworbene Kompetenzen bei LinkedIn und so weiter. Also erhalten ja, im beruflichen Kontext nein, aber ich kann es mir immer vorstellen, aber genau deswegen bin ich hier, weil ich sage, ich brauche mal gute Beispiele, wie man es vielleicht irgendwo einsetzen kann. Also ich kann es mir definitiv vorstellen, so im Rahmen von Pflichtfortbildungen, die erworben werden und für jedes kriegt man eins und wenn man dann alle erworben hat, kriegt man am Ende Badge hier, du bist für dieses Jahr durchzertifiziert mit allem, was der Gesetzgeber so haben möchte. Aber eben auch für persönliche Interessen, dass man irgendwie sagt, okay, da fehlt mir so der Prozess im Hintergrund, den man da vielleicht braucht. Ich erarbeite mir auf mehreren Level-Badges zu bestimmten medizinischen Themen meinetwegen. Also AI in der im medizinischen Einsatz. Das mache ich auf einem Silber-Gold-Level, je nachdem, wie tief ich mich da einarbeite, dass man dann und auch mit der Community teile, da wäre es dann wieder, dass man dann unterschiedliche Badge-Level-Stufen erwerben kann darüber und das auch dem Unternehmen präsentiert und nur als Ansprechpartner vielleicht bei Fragen zur Verfügung steht. Jo. Ich grätsche da mal dazwischen als Pop-up. Ich war ja bis letztes Jahr, bis im Dezember bei der Schweizerischen Post angestellt und habe da die Open Badges eingeführt und mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben uns zuerst lange gefragt. Ich habe mich auch mit Olli von Ernst & Young ausgetauscht. Die haben das voll implementiert. Hat ja Karl-Heinz auch schon darüber geschrieben, glaube ich. Und wir haben uns, weil es keine Richtlinie gibt, das ist bei den meisten Teilnehmern, sagt, ja, an was kann ich das messen, damit es nicht so Mickey Mouse-artig wird und für einmal Husten kriegst du drei Badges und weiß nicht was alles, bitte ein bisschen provokativ. Und da haben wir es an den Swiss Universe Regeln angelehnt und das bis 16 Stunden Lernen, also mit Frontal selbst und Peer und Community gibt es einen Standard-Badge. Darüber bis zu einem CAS ist es dann Bronze, dann Silber, dann Gold. Und Platin wäre dann für so, wenn du auf 50.000 Leute der Einzige bist, der da die Präferenz hat, alles zu managen, kriegst dann Platin. Haben wir jetzt noch nicht vergeben, also ich bin auch nicht mit dabei. Ich bin jetzt im Unruhestand und mache mit meiner Firma noch ein bisschen so solche Dinge. Das vielleicht als Beispiel. Und das funktioniert und wir haben es top-down aufgebaut, damit die Führungskräfte das selber erleben müssen. Wir haben für die Top-Kader-Ausbildung die ersten Badges da vergeben. Mittlerweile sind es über 1.000. Und dann auch für gewisse Dinge intern, um erst einmal zu sehen, was haben wir für Leute im Betrieb, was haben die für Qualifikationen. Das ist oft ein Problem bei 50.000 Leuten. Und dann noch, was sich die Leute selber erarbeiten. Wir haben jetzt keine Jury, das wäre ein Overkill, aber wir vertrauen den Leuten und wenn jemand intern postet, ich habe mir das und das und das in dieser Zeit angeeignet, dann kriegt er auch so ein Badge. Einfach so, um die Motivation ein bisschen hochzuhalten. Das sind meine Erfahrungen. Jetzt darum bin ich gespannt, was ihr sonst noch uns da sagen könnt und wie sich das weiterentwickelt. Ja, super. Das ist ja total spannend, jetzt aus, sag ich mal, nochmal aus einer anderen Kundensicht das zu sehen. Wir kommen ja jetzt erst aus der Entwicklersicht, aus der Software-Entwicklersicht und gucken, okay, wie lässt sich das alles einfach auch gut darstellen dann im nächsten Schritt und können ja mal teilen, was wir jetzt hier in dem Projekt dann gemacht haben. Das macht ja jetzt den Tizian gleich. Okay, cool. Wen ich noch sehe, zumindest ist Oliver. Magst du auch noch was teilen? Ja, gerne. Hallo in die Runde.
Also mein Name ist Oliver, ich bin freier Trainer und Berater und dafür verschiedene Corporate Academies tätig. Und das Thema Open Badges verfolge ich schon seit ein paar Jahren, bin bisher aber noch nicht aktiv eingestiegen da rein, habe mich vor ja, 2 Jahren bis einem Jahr damit mal beschäftigt, bin dann allerdings gescheitert an der Frage, wie ich das denn konkret praktisch technisch umsetzen könnte, für mich eine Schnittstelle zwischen diesen Corporate Academies. Und da wünsche ich mir einfach heute einen kleinen Input, also weniger das Inhaltliche, da habe ich schon konkrete Vorstellungen, meine Kunden haben das auch, sondern mehr die Frage, wie kann ich technisch einen Einstieg finden für mich und auch da meine Kunden da enablen bei dem Thema. Hört ihr mich noch? Ja. Okay, gut. Ja, angekommen. Ja, danke. Dann übernehme ich jetzt mal und zeige euch ein bisschen oder führe ein bisschen dadurch, wie wir überhaupt zu dem Thema Open Badges gekommen sind und zeige euch dann eben auch 3 Use Cases, die wir eben ganz klar sehen bei den Open Badges. Angefangen aber, wie wir überhaupt zu dem Thema gekommen sind. Wir sind jetzt schon seit, Thorsten, das musst du besser sagen, 5 Jahren, glaube ich, ne? Mit der DIHK so ein Stück weit verheiratet. Also das ist ja der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, also die Dachgesellschaft über allen Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Und für die entwickeln wir eine Plattform, eine Weiterbildungsplattform, über die jeder Zertifikatslehrgänge finden kann. Dafür haben wir auch einen Chatbot entwickelt, der kam mit der Zeit dazu. Und jetzt kam eben vor ungefähr einem Jahr, also ungefähr als ich auch bei AI Coaching angefangen habe zu arbeiten, eine neue Anfrage. Und da ging es darum, dass die IHKs große Probleme damit haben, dass ihre Zertifikate gefälscht werden. Tatsächlich sind die meisten IHK-Zertifikate, also die Papierzertifikate werden insofern gefälscht, als dass man mit ein bisschen Know-how aus dem Internet, Zertifikate für Kurse kaufen kann, die man gar nicht besucht hat. Das ist nach wie vor auch noch ein großes Problem bei Ihnen. Und da haben sie nach digitalen Lösungen gesucht und zum gleichen Zeit kamen auch Unternehmen auf sie zu und haben gefragt, ob ihre Zertifikate nicht auch statt immer nur in Papierformen zu kommen, eben das Ganze auch vielleicht digital zu gestalten. Und darüber haben wir dann im Dialog überlegt, was wir der DIHK anbieten können oder wie wir da zusammen eine Plattform vielleicht aufbauen können und sind dann über das Thema Open Badges gestolpert, eher mehr oder weniger, weil das Ganze eben ein offener Standard ist. Das heißt, nicht nur für die IHKs ist das gültig oder auch wenn unsere Plattform irgendwann mal abgeschaltet wird, soll es natürlich weiterhin für die Teilnehmenden gültig bleiben. Und mit diesen Open Badges ist das eben ganz gut gegeben, weil einmal dieses Zertifikat digital erhalten, kann man das auf jeder Plattform, die eben Open Badges unterstützen, auch weiterhin validieren, auch noch in 100 Jahren. So sind wir auf das Thema Open Badges gekommen. Und dann kann man sich vielleicht fragen, warum wir das in Eigenentwicklung getrieben haben. Es gibt auch große Anbieter, Credly oder Badger sind so die größten. Die wurden jetzt sogar für mehrere 100 Millionen € gekauft zum Teil. Wir haben uns damals dagegen entschieden oder besser gesagt, die DIHK hat sich dagegen entschieden, weil das Thema Datenschutz ein Faktor gespielt hat. Also, dass die Badges tatsächlich auch, das sind ja wirklich personenbezogene Daten mit E-Mail-Adresse und was für Kurse sie besucht haben, also theoretisch kritische Daten, die sollten in Deutschland bleiben. Dazu kam dann aber auch noch der Faktor, ein deutscher Anbieter, den gibt es oder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Also ein Ansprechpartner, der im Falle des Falles helfen kann. Und das ist der zweite Punkt und das ist eigentlich noch der viel entscheidendere. Das seht ihr jetzt hier auch in den Screenshots, die ich jetzt hier mal vom System, vom Live-System eingefügt habe, dass das Ganze so im Look und Feel von der Industrie- und Handelskammer läuft. Genau, also wenn ich das validiere, dass ich das nicht irgendwo auf irgendeiner fremden Plattform mit irgendeinem Look and Feel validiere, sondern dass das dann auf meiner Plattform in meinem Look and Feel auch angezeigt wird. Genau, genau. Das ist das Entscheidende. Das sieht man jetzt hier ganz schlecht, aber hier steht überall IHK-Badge-Beschreibung, IHK-Badge-Name und so weiter. Wenn man dieses Zertifikat auf einer anderen Plattform validieren würde, da würde dann nur Badge-Beschreibung stehen, Badge-Name und so weiter. Und die IHKs wollen natürlich auch ihre Brand da ein bisschen supporten und deswegen das eigene Look und Feel. Genau, und ich habe noch einen Punkt, den haben wir ganz vergessen. Der ist mir jetzt wieder eingefallen, weil es ist wirklich schon
doch schon ein bisschen länger her, als ein Jahr, seit wir angefangen haben, daran zu arbeiten. Mit der Umsetzung haben wir dann angefangen zu arbeiten. Aber ein großer Aspekt war damals auch einfach der Preis. Wir haben einfach geguckt, was das bedeutet, für die IHKs, das zu implementieren und die Setup-Kosten, also das komplette Ramp-up plus die Unterhaltungskosten waren so hoch, dass die gesagt haben, dafür können wir es ja dreimal selber entwickeln. Und genau so war es dann am Ende des Tages. Das war tatsächlich auch in großen Teilen, das war kurz bevor du gekommen bist, war es eine wirtschaftliche Entscheidung, wie machen wir das, welchen Weg wollen wir da gehen. Und das ist eben auch sowas, wo wir auch sagen können, meine Güte, also aus technischer Sicht ist uns das halt überhaupt, wir konnten es halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie solche Preise abgerufen werden für so ein Produkt, was eigentlich viel günstiger angeboten werden könnte. Ja, danke für die Ergänzung. Ja, das so ein bisschen als Einleitung und dann würde ich jetzt übergehen zu den Use Cases, die wir da sehen. Der erste Use Case, der ein sehr aktueller ist. Ach, weißt du was? Wir könnten vielleicht noch einmal für die, die noch nicht ganz so tief drin sind, einmal kurz zeigen, so ein Badge in Aktion. Ich könnte dann, kann ich auch teilen? Ja, ne? Ich kann das glaube ich auch. Du kannst bestimmt aufteilen, ja. Jetzt müsst ihr meinen Screen sehen, ne? Nee, sehen wir nicht. Warum nicht? Jetzt. Jetzt sollte er was sehen, ne? So, also hier sehen wir ganz klassisch ein LinkedIn-Profil. Und wenn man hier runter geht, dann sehen wir hier unter Bescheinigung Zertifikate den Online-Marketing-Manager. Und darunter sehen wir, dass LinkedIn eben auch in der Lage ist, diese Sachen anzuzeigen. Also das ist natürlich auch nochmal ein schöner, ich sag mal, Marketing-Aspekt, wenn alle IHKs und die ganzen Teilnehmer der IHKs ihre Badges veröffentlichen auf ihren Profilen. Diese Online-Marketing-Manager, das ist eine etwas umfassendere Ausbildung, die man machen kann, oder Zertifikatslehrgang nennt sich das hier. Und wenn ich hier draufklicke, auf Nachweis anzeigen, dann springt er eben in den Validator und hier sehen wir den Screenshot, einen der Screenshots, die Tizian eben gezeigt hat, wo ich hier dann eben genau nochmal die Inhalte sehe, das Badge an sich, die Kriterien für den Inhalt, Vergabedatum und nochmal, in dem Fall auch nochmal ein Link dahin, wo auch andere Leute, die sagen, ach Mensch, hier Online-Marketing-Manager klingt interessant, das gucke ich mir doch mal an, dann leiten wir die Leute direkt auf eine Seite weiter, wo sie sagen, ja, das könnte für mich ja auch was sein. Okay, kann ich mich hier anmelden? Ja. Also das ist auch Teil dieses Gesamt-Business-Cases von denen, dass die das natürlich auch dann für Marketingzwecke an der Stelle dann dementsprechend nutzen können. Exakt. Damit hast du noch einen vierten Use-Case quasi aufgezeigt. Das ist für uns, ja, das ist für uns also normal. Das ist halt ja, genau. Nee, perfekt. Aber dann fahren wir hier mal fort mit unserem ersten Use Case, das ist die digitale Personalakte. Das kommt tatsächlich so ein bisschen aus meinem eigenen Hintergrund. Ich habe, bevor ich hier bei AI Coaching gearbeitet habe, 3 Jahre oder 3,5 Jahre beim größten deutschen Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Die haben auch eine digitale Personalakte, aber die sieht da eben so aus. Man hat ein Online-Tool, in dem über alle Zertifikate oder Nachweise von meinen Fortbildungen, die ich über diese 3 Jahre gesammelt habe, ganz stumpf als PDFs hochgeladen werden. Also es sah so aus, meistens hat der Abteilungsleiter irgendwas auch noch händisch unterschrieben, dann wurde das Ganze, habe ich das Ganze als Papier bekommen, dann wurde es eingescannt und dann ist es eben in meiner digitalen Personalakte gelandet. Das kann man natürlich machen, ist aber vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, wenn man eben so etwas auch viel einfacher und viel transparenter auch mit solchen Open Badges oder mit einem Badge eben darstellen kann. Also die Idee wäre jetzt hier, dass man eben weiter eine digitale Personalakte hat, in dem dann die einzelnen Badges für alle Fortbildungen, die man intern und auch extern irgendwie absolviert hat, im Unternehmen sammeln kann. Und gerade bei den externen, wie jetzt hier zum Beispiel, oder in dem Beispiel habe ich jetzt mal den Scrum Master genommen, das ist etwas, das man auch gerne mal nach außen hin teilt. Und entsprechend kann man dann eben hier drüber auch direkt über einen kleinen Teilen-Button das Ganze in sein LinkedIn-Profil einbauen. Das wäre vorher über ein einfaches PDF eben gar nicht möglich. Und so hat eben sowohl die HR-Abteilung was davon, weil das Ganze standardisierter irgendwie funktioniert, als auch eben der Teilnehmende oder der Mitarbeitende, weil er das Ganze auch noch im Zweifel weiterverwenden kann für seine Selbstdarstellung auf LinkedIn und Co.
Das ist unser erster Use Case. Genau, also was natürlich für dich interessant sein kann, wenn du dann eine etwas größere Ausbildung bekommst, irgendwie, was weiß ich, du bist bei einem renommierten Führungskräftetrainer ausgebildet worden über die Firma oder hast halt, weiß ich, wie jetzt den Scrum Master gemacht über die Telekom, ja. Dann kannst du das für dich ja entsprechend auch nochmal weiter nutzen. Ne? Das genau, ist halt für dich selbst, deine Mitarbeitermotivation entsprechend. Ja, exakt. Ja. Genau, und daran anschließend, das ist jetzt eben auch aus dem Personalbereich oder für die Personalabteilung vielleicht interessant im ersten Schritt, aber dann eben auch für alle Mitarbeitende, das ist die grundsätzliche Mitarbeiterentwicklung. Also wie zeige ich meinem Mitarbeiter einen Karriereweg auf, wie zeige ich einen Karrierepfad auf? Und da sind wir auch der festen Überzeugung, dass Open Badges da ein extrem gutes Tool sind, um so eine Entwicklung visuell vor allem eben zu unterstützen. Jetzt hier in dem Beispiel haben wir hier mal einen Data Analyst auf Level 1 gerade. Das heißt, er hat hier auf Level 1 in seinen vier Kernkompetenzen, die wir hier beispielhaft mal dafür genommen haben, Datenbank, Programmierung, Dashboards und Statistik, die entsprechenden Weiterbildungen absolviert, sodass er eben im Unternehmen mit Level 1 einsteigt. Um sich jetzt weiterzubilden, hat er dann eben in einem einfachen Dashboard einen ganz klaren Weg vor Augen, wie er sich jetzt hocharbeiten kann, ich sage das mal vorsichtig, hocharbeiten kann bis auf Level 5, indem er sich die einzelnen Badges, die er erreichen kann, anschauen kann, was sind das für Kriterien für den Erhalt, was sind die Inhalte von den Kursen, sodass er dann selber entscheiden kann, ach guck, Programmierung interessiert mich irgendwie mehr, dann gehe ich da ein bisschen tiefer rein, schaue mir dann vielleicht noch Dashboards und Statistik an und zack, dann werde ich direkt Data Analyst Level 2. Und so kann man dann eben sehr auf einem visuellen Weg, das ist, hat schon ein bisschen was von Computerspielen eigentlich, so seinen Karrierepfad nachverfolgen und dann eben auch planen. Das ist kann zumindest ein sehr interessantes Tool sein, um seine Mitarbeiter dadurch dann auch zu motivieren, auch vielleicht mal andere Sachen zu machen, weil jetzt haben wir hier natürlich nur den Data Analyst, die vier Kernkompetenzen, aber man kann sich auch vorstellen, dass dann ein Data Analyst auch vielleicht Interesse hat, sich im Finanzbereich vorzubilden, weil er eben vielleicht viel mit Finanzkennzahlen zu tun hat. Und so kann dann auch die Kombination aus verschiedenen Skills eben sehr interessant sein, um das Ganze eben zu bebadgen und dann eben auch sichtbar zu machen. Und direkt daran anschließend dann unser dritter Use Case, der da ist, Wissensmanagement innerhalb einer Firma, weil genau das, was ich gerade gesagt habe, diese Kombination aus verschiedenen Skills, die sind natürlich auch extrem wertvoll, um die einzelnen Fähigkeiten eines Mitarbeiters auffindbar zu machen. Hier in dem Beispiel haben wir jetzt den Jürgen, der ist Vertriebler und würde gerne ein Finanzdashboard in Microsoft Power BI aufbauen. Sucht Hilfe und beim Thema Finanzen ist ja erstmal relativ klar, okay, gehen wir in Richtung Controlling in die Finanzabteilung irgendwie. Da findet er, dann ist er in der Finanzabteilung, sucht aber immer noch jemanden, der ihm konkret bei Microsoft Power BI helfen kann. Und über Badges ist es möglich oder kann es zumindest möglich sein, dass man über diese Kriterien, die man eben hinter dem Badge liegen hat, sehr einfach dann die entsprechenden Mitarbeiter oder die entsprechende Mitarbeiterin finden kann, die bei dem konkreten Thema helfen kann. Jetzt haben wir hier eben die Monika, die ist sehr gute Controllerin schon auf Level 3. Aber was eben besonders ist, was sie auszeichnet, ist, dass sie eben sich auch für Dashboards interessiert. Das wüsste der Jürgen normalerweise gar nicht, weil das kann er nicht sehen. Aber dadurch, dass ihre Badges im Intranet verfügbar sind und suchbar gemacht sind, also vor allem eben mit den Inhalten, findet er mit seiner recht einfachen Suche eben konkret die Monika, weil Dashboard Level 2 beinhaltet der Kurs, dass man eben auch Analysen in Power BI aufbaut. Und so kann man dann eben darüber steuern, dass Mitarbeitende sich gegenseitig finden können und eben auch die Kombination aus verschiedenen Skills sehr interessant sein kann. Auch später vielleicht fürs interne Recruiting, um sich in einen ganz anderen Bereich irgendwie weiterzubilden oder eben auffindbar zu werden für interne Recruiter. Ja, dann so, genau, das sind mal so ein paar Cases, genau, die wir so aufgezeichnet haben. Was habt ihr da für Fragen oder Ideen, Gedanken zu? Sind wir ganz neugierig. Also vielleicht nochmal für euch ganz kurz. Wir sind kein Anbieter für Badges. Wir haben wir haben das jetzt entwickelt für die DIHK. Wir haben wohl mittlerweile ein paar Anfragen gekriegt von Unternehmen, die gesagt haben, könnt ihr das nicht für uns auch machen?
so, das macht nicht Sinn, das nur für 2-3 zu machen. Wenn jetzt ein paar mehr sagen würden, okay, wir haben da Lust, irgendwie mal drüber nachzudenken, ob wir da vielleicht mit reingehen, dann können wir da gerne mal drüber sprechen. Das ist aber nicht unser Ansatz für heute. Also heute geht es wirklich darum, mal nochmal zu überlegen, so was seht ihr noch für andere Cases dafür, was sind so eure Ideen auch dazu, was wir jetzt gesagt haben, dass wir so mal auf kollegialer Ebene uns dazu austauschen. Mich treibt im Moment noch so eine Frage um. Ihr habt eben so schön dargestellt, wie man das so grafisch einbinden kann in irgendwelche Tabellen oder so, sodass man sehen kann, wo stehen die Mitarbeiter oder wie weit bin ich selber. Welche Bedingungen muss man da einhalten? Kann man das wie so ein JPEG einbinden oder muss man da irgendwie ein spezielles Format haben, um diese Badges auch wirklich irgendwie einzubinden? Also grundsätzlich kann das wirklich jede Bilddatei sein. Also da kannst du auch ein Bild von dir selber nehmen, theoretisch, und das als Badge vergeben. In dem Prozess, wenn du technisch sagst, okay, Karl-Heinz, du bekommst jetzt dieses Badge und das hat dieses Bild, dann wird in die Bilddatei selber, alle Informationen werden da so eingebacken, sagt man da. Also es wird da tatsächlich unsichtbar quasi für dich da hinterlegt, und sobald du dann eben dann mit dieser Bilddatei, die diese eingebackenen Metadaten hat, in so einen Validator oder an einen Validator herantrittst und dein Bild da hochlädst, dann liest er diese Sachen wieder aus und zeigt eben, aha, diese Bilddatei ist tatsächlich ein gültiges Badge. Hat das die Frage beantwortet? Ich hatte die noch ein bisschen anders verstanden. Ach so. Das kann man sich so vorstellen, als wenn dieses Bild so einen eingebauten Link mit hat, der dann praktisch, ne? So. Ja, genau. Ja. Und das Bild wird aber, also wenn ich mir jetzt ein Bild machen würde und mache da praktisch dieses IAK-Dings nach oder sowas, dann habe ich nur diesen Link nicht, aber allen anderen könnte ich zeigen, ich bin derjenige. Nur die könnten dann mich überführen, weil sie draufklicken und feststellen, da gibt es keine Bestätigung für. Ah ja, okay. Was ich mich noch frage ist, wie kann man das gut, wenn man das so wie so eine Art Challenge-Charakter verstehen möchte auch, ne, um die Leute zu motivieren, wie kann ich das gut auch anbinden, dass die Badges, also wir lassen uns jetzt natürlich nichts extra programmieren und würden dann halt irgendwas nehmen, Badger oder so, dass die Mitarbeitenden sehen, wer jetzt schon welches Badge erreicht hat und welche Möglichkeiten es da so gibt, dass man daraus wie so eine Art, also ich will jetzt nicht sagen Wettbewerb, aber dass man so ein bisschen da ein bisschen transparenter ist. Also in Teams war mal so ein kleiner, also kann man sich holen, so ein Bot, der auch so ein paar Badges hat, ne? Aber das nutzen wir ja nicht. Da überlege ich noch so ein bisschen, wie man das ein bisschen fancy bauen kann, irgendwie schick. Also haben wir uns gefragt, also ich höre dich nicht. Du bist so leise. Witzig. Also das haben wir uns auch schon gefragt, wie das einfach auch visueller darstellbar ist. Ja. Mhm. Geht's besser? Ja, super. Danke. Also genau, wir haben uns das auch schon gefragt, wie das visuell besser darstellbar ist. Also die Backpacks, die es gibt, wo man dann auch eigene Sachen quasi reinlegen kann, sind aus unserer Sicht jetzt nicht sonderlich ansehnlich, sage ich jetzt mal, designtechnisch gemacht so, sondern eher so basic. Das hat auch gute Gründe, aber tatsächlich so dieses, wie wir das eben gezeigt haben, mit diesen Swimlanes, sage ich jetzt mal dazu, ne, der unterschiedlichen Kompetenzen und wo bin ich auf welcher Stufe. Eigentlich wäre das ziemlich cool, dafür mal einen richtig geilen grafischen Backpack zu bauen, wo man sagen kann, und da kann ich die alle schön reinlegen und das ist einsehbar, entweder für uns intern übers Intranet oder public eben irgendwie auch nach außen, vielleicht sogar mit einem Validator, wo ich meine Badges reinladen kann, dann kommen dann Häkchen, es wird alles automatisch im Hintergrund validiert. Also in so eine Richtung geht deine Frage, oder? Ja, ja, das wäre natürlich ein Traum, ne? Wenn das so schön wäre. Vielleicht könnte man auch überlegen, man baut einen Validator, wo Menschen das für sich selber anlegen können, wo die so sagen können, hier, ich habe hier eine Swimlane und lade hier verschiedene Badges rein, die einfach zusammen Sinn ergeben. Ne? Sag ich mal, in meiner Scrum-Zertifizierung, ja. Ne?
oder was auch immer, die machen vielleicht NLP und haben dann Practitioner, Master, Trainer, was weiß ich, in dem Bereich oder sowas, dann da drin, da könnten die das sogar selber reinlegen. Ja, das ist ja so wie im Lebenslauf auch jetzt vielfältig, hat man ja auch dass man da irgendwie Englisch und dann ist das statt irgendwie fließend, steht dann da irgendwie so ein kleiner Ladebalken, der zu 75% voll ist. Genauso könnte man ja dann auch über Badges gehen und sagen, wir haben jetzt 3 von 4 Badges A2, in dem Bereich. B1, B2, C1 oder exakt. So, dass die da hinterlegt sind. Ne? Ja. Sowas wäre natürlich schön, aber wie kann ich als nicht erfahrene Person sowas umsetzen, ohne dafür Geld zu bezahlen? Die geilste Frage aller Zeiten. oder nicht so viel, sagen wir es mal so, weil als Hochschule, ne? Also ich finde das total spannend, halt, also eine Art Führerschein, sag ich mal, zu machen, ne, mit den einzelnen Steps. Und dass man dann auch sehen kann, hier stehe ich gerade und dass auch andere sehen können. Oh, hier, Mensch, die ist ja schon so weit und das will ich doch aber auch erreichen. Oder, oh, das ist aber eine spannende Weiterbildung, die will ich aber auch machen oder sowas. Das ist so mein Traum. Ich sag's ja bloß mal. Das weiß man ja. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie mal was gespielt hat. Wir beide spielen gerade im Moment ganz begeistert Hogwarts Legacy. Und da ist das halt eben auch, dass man bei manchen Sachen. Seid ihr noch da? Ja. So, dass bei manchen Sachen einfach darum geht, diesen Skill jetzt einfach noch zu komplettieren. Und gut, weil wir teilen das jetzt nicht irgendwie mit der Welt, aber wenn ich halt überlege, ich habe halt jetzt bei mir als Trainer oder als Softwareentwickler oder als was auch immer die entsprechenden Skills da, die zu teilen, auch auf einer Plattform, die, sag ich mal, so ein bisschen Common Sense ist, die alle nutzen, wo ich auf einen Blick sehen kann, okay, das sind alles Badges, die alle auch validiert werden oder validiert worden sind und der bringt die Kompetenzen mit, das wäre ja ein riesen, also fände ich cool, wenn ich das als Mitarbeiter auf meine Website oder nee, auf mein LinkedIn-Profil dann packen könnte. Oder den Link dahin zumindest. Ja. Die mich bewegt sowas bei dieser Badges-Diskussion immer. Einerseits sind wir jetzt auch wieder dabei, praktisch diese ganzen Zertifikate damit noch ein bisschen zu unterstützen und so richtig hochzuheben. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft müsste eigentlich sein, dass wir auf ganz andere Art und Weise bestätigen, dass Menschen bestimmte Kompetenzen haben. Nicht durch Weiterbildungsanbieter, sondern zum Beispiel durch eine Community, die sagt, ja, wir sind Experten genug, um sagen zu können, dieses Projekt hat der oder diejenige richtig gut durchgeführt und deshalb sagen wir, die hat diese Kompetenz, wir vergeben die. Also dass mehrere Experten im Grunde genommen sagen, ja, du hast dir das irgendwie erarbeitet, du kannst es jetzt. Deshalb diese Richtung von Badges, die würde mich sehr interessieren. Die andere Richtung, dass wir jetzt praktisch die Hochschulen und die Weiterbildungsanbieter weiter unterstützen, praktisch ihr System damit noch zu verfestigen, die gefällt mir eigentlich nicht so. Nee, mir geht es auch gar nicht darum, mein System zu verfestigen, sondern dass die Mitarbeitenden, dass die Leute sich weiterentwickeln. Ja. Also ne, ja. Ich will jetzt nicht meine Fortbildung an den Mann bringen, sondern, also doch schon, aber damit die sich weiterentwickeln und ihre Lehre besser machen zum Beispiel. Ne? Weil da krankt es manchmal noch so ein bisschen. Aber die Idee ist ja in LinkedIn auch, ne, dass Leute meine Kenntnisse bestätigen können. Ne? Ja. Das finde ich eine super Möglichkeit. Aber das ist dann eben immer so, alles ist auf LinkedIn. Toll, jetzt habe ich die Badges auf LinkedIn und auch das auf LinkedIn. Aber es sind nicht alle Menschen, die das interessiert, auf LinkedIn. Ja, genau so. Also wenn wir die Badges in die Richtung entwickeln können, dass praktisch die persönlichen Kompetenzen damit wirklich sichtbar werden, ohne dass man eine Prüfung bei irgendeinem Weiterbildungsanbieter gemacht hat, ne? Dann fände ich, das wäre eine richtig gute Sache. Gibt es denn dafür schon eine Idee, Karl-Heinz? Weil theoretisch könnte ich ja jetzt hingehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich, keine Ahnung, will jetzt im Bereich künstliche Intelligenz irgendwie meine Kompetenzen zeigen, dann könnte ich ja theoretisch hingehen und sage jetzt hier meiner Großfamilie so, jetzt geht doch alle mal, also bei LinkedIn jetzt beispielsweise, geht alle mal auf LinkedIn und bestätigt mal, dass der Thorsten Ahnung von künstlicher Intelligenz und Chatbots hat und sowas. Gibt es dafür schon irgendwie eine Lösung oder was wäre dann da die Instanz? Naja, ich guck mal in die Open-Source-Gemeinde, ne? Da macht man mit, um hinterher
zeigen zu können, ich habe an dem Projekt Folgendes gemacht. Das wird ja sauber auch mitgeschrieben und damit gezeigt. Das ist zwar kein Badge, aber das ist ein, wenn ich jemandem zeigen will, was ich gemacht habe, kann ich sagen, guck hier, GitHub, da ist mein Ergebnis. Ne? So, und ich habe mitgearbeitet mit großen anderen und so und das Ergebnis funktioniert heute. Ne? So, also da gibt es Möglichkeiten und deshalb denke ich, wenn wir jetzt über Badges nachdenken, sollten wir genau da anknüpfen. Aber ich habe auch noch keine Lösung. Ich bin auch noch so am Suchen. Wenn ich da kurz reinspringen darf, ich finde die Diskussion super spannend. Ich habe die Idee, Karl-Heinz, von dir auch schon mal gehabt, vor ein paar Jahren. Und zwar gab es ja mal, wenn ich da ganz kurz einen Ausflug machen darf, gab es ja vor schon 20 Jahren, gab es mit OpenPGP von Phil Zimmermann ein System, das Web of Trust, mit der Idee, dass man selber anderen Leuten akkreditiert, die Glaubwürdigkeit von Zertifikaten zu bestätigen. Mit der Idee, dass ich quasi verschiedenen Leuten ein verschiedenes Niveau zugestehe oder einen gewissen Gewichtungsgrad, mit dem ich denen zugestehe, bestimmte Dinge, also hier die Gültigkeit von Zertifikaten zu bewerten. Und sowas könnte eben auch ein sehr schöner Ansatz sein, Stichwort Web of Trust, angewandt hierauf. Also fände ich super spannend, wenn wir dazu mal eine extra Veranstaltung machen würden. Sehe ich aber in der Tat auch als einen ganz anderen Ansatz als die Open Badges. Die Open Badges, die wirklich sehr stark fokussieren auf den Herausgebern, ja, also von dem Ökosystem her. Ja, an der Stelle. Aber ich finde das super, ich find super spannend und wenn ihr da mal eine extra Veranstaltung machen würdet, fände ich das auch sehr spannend, sich darüber Gedanken mal zu machen. Vielleicht können wir Antje mal mit in die Diskussion. Das wollte ich auch gerade sagen. Sonst spotte ich auch mal rein. Jetzt habe ich mich ganz freundlich gemeldet, aber ich habe es nicht mehr so sortiert im Kopf. Ich möchte erstmal Karl-Heinz beipflichten. Also ich gehe auch ganz weg von diesem Thema Zertifizierung. Das halte ich für völlig überbewertet. Also wenn ich mir überlege, ich bin in der Unternehmensberatung, was wir alles beim Bund anbieten müssen, ne, wo man ein Zertifikat in 2 Stunden machen kann als Scrum Master, aber das muss unbedingt zwingend vorgelegt werden, damit man nachweisen kann, dass man Scrum kann. Ja, das ist alles, finde ich, so genau wie alle anderen Qualitätsprüfungen. Ich finde das nicht hilfreich. Ich habe in verschiedenen Netzwerken unter anderem jetzt eine spannende Frau kennengelernt bei Siemens, die sind dabei und da bin ich dann bei einem meiner Lieblingsthema Learning Eco Systems, das aufzubauen und die ermöglichen, ich habe jetzt leider das so schnell in meinem Material nicht gefunden, aber die ermöglichen und sind sehr daran interessiert, allen ihren Mitarbeitenden weltweit immer anzubieten und das zu ermöglichen, dass man irgendwie sich in neuen Jobs zurechtfindet, dass man sich hinentwickeln kann. Und ich glaube, dass diese Motivation zu schüren und zu sagen, du kannst hier alles werden. Also Ausnahme ist vielleicht ein ganzer Eisenbahnbau quer durch Ägypten. Ja, also da hat die Frau auch gesagt, nee, da brauchen wir wirklich jetzt Spezialisten, die das über wirklich Jahrzehnte gelernt haben und die Beziehung haben. Aber im Grunde ist bei Siemens die Philosophie, ihr könnt alles werden, was ihr wollt. So, und das ist ein großer Anreiz, den habe ich eben in einer anderen Session auch bestätigt bekommen im Rahmen von Kienbaum, das ist auch eine Personalberatung, hat eine Frau erzählt, wie sie ihre Leute motiviert halten, ja, zu bleiben in Zeiten des Fachkräftemangels, nämlich dass immer Neugier da sein muss, ja, dass immer was, dass man immer die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und das ist überhaupt nicht zertifikatsgetrieben. Und bei Siemens ist es eben so, dass man selber sagen kann, ja, ich möchte jetzt wirklich Scrum Master werden, jetzt mache ich mal ein kleines Assessment, wie weit bin ich schon, das ist dann programmiert in irgendeiner Form, das kann man sich ja auch noch mal thematisieren, ob das hilfreich ist und dann wird genau der Fahrplan aufgezeigt, wie man zu welchem Level kommt, wenn das überhaupt mit Leveln ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Und das führt dann dazu, dass man, dass das auch gleich, dass die Stellenbeschreibungen sehr viel konkreter werden. Also das ist ein wechselseitiges System, sodass sich das gegenseitig beflügelt und die Leute dann eben auch immer ermuntert werden. Die arbeiten tatsächlich auch mit Badges, um zu sagen, ja, hier so ein bisschen Lob muss sein. Finde ich eigentlich überflüssig, weil diese intrinsische Motivation durch die strukturellen Rahmenbedingungen, die einfach durch L&D geschaffen werden, sollte dann eingehalten wird und die Leute auch ermuntert. Ja, und vielleicht, dass das auch so ein System ist, wer bei der Telekom vielleicht zugegen ist, die machen ja dieses Learning from Experts. Ne? Also das ist zum Beispiel, finde ich, auch ein sehr probates System. Also ich finde den grandios, den Kollegen, der das da organisiert. Also das ist ja sehr zum Fliegen gekommen. Das war ganz, ganz einfach gedacht. Und jetzt führen die also weltweit auch
miteinander lernen miteinander. Und das ist, glaube ich, dann mehr vertrauenswürdig als alles andere, was man über Zertifikate lernen kann. Und dieses ganze Erfahrungswissen, das ist für mich viel wichtiger als ein Zertifikat. Das ist für mich schon fast aus der Zeit gefallen. Ja? Also Zeugnisse sind für mich eigentlich für die Zukunft überhaupt nicht aussagefähig. In anderen Ländern wie, was weiß ich, Finnland oder so, da arbeitet man einfach erstmal auf Probe und dann sieht man schon oft, das passt. Und bei uns muss man im Vorfeld immer alles nachweisen und das dann auch weiter dokumentieren in seinem Lebenslauf. Da hat, also von denen, ich bin schon so gut fast wie in Rente, ja, aber andere Leute, die das jetzt, die bei uns einsteigen, die sagen, was ist das, ist doch absurd. Und die Zertifikate werden immer weniger gewichtig. So, ich wiederhole mich jetzt langsam, deshalb Schluss, ja. Aber ich wollte es mit den Badges nicht schlecht machen. Das muss nur in einem Rahmen sein, wo das denn hilfreich ist, ja. Es geht so ein bisschen in. Moment. Wir hören dich. Es geht so ein bisschen in die Richtung meiner Überlegungen im Unternehmenskontext. Ich denke, die Herausforderung wird ja sicher sein, tatsächlich ein Anreizsystem zu schaffen und keine Hürden aufzubauen und auch Menschen nicht auszugrenzen. Also wie kann es denn wirklich gelingen, vor allem im Kontext PE-Entwicklung, wirklich alle mitzunehmen, auch in Zeiten von Fachkräftemangel, also ja, langjährige Mitarbeitende beispielsweise nicht hinten anstehen zu lassen, indem sie jetzt einfach keine tollen Badges haben. Also da sehe ich wirklich für die Praxis eine große Herausforderung, da auch gute und akzeptable und auch gerechte Lösungen zu finden. Wie habt ihr das denn gelöst in der Schweiz? Auf was zielt deine Frage ab? Was gelöst? Ja, genau, richtig. Also für was habt ihr denn Badges vergeben? Vielleicht kannst du mal einen ganz kurzen Einblick da reingeben, wie ihr das da gemacht habt. Ja, immer so, wenn es kein offizielles Zertifikat gibt, weil die Zertifikate werden immer ja, weniger gefragt zum Glück, aber um die Leute da ein bisschen intrinsisch mitzunehmen, wenn du etwas anderes vorzeigen kannst oder es teilen kannst, auch intern, gibt es zum Beispiel alles Weiterbildungen, die nicht keinen offiziellen Charakter haben, sondern intern zum Beispiel, oder wo du selber dich einbringen kannst, aber dann auch beweisen kannst, ich habe das und das selber mir erarbeitet und dann kriegst du auch so ein Badge. Ohne dass es jetzt irgendein IHK und weiß ich was alles dahinter steckt, sondern mehr im intrinsischen, individuellen. Auch kann sich jeder selber Lernpfade da zusammenstellen und trotzdem Badges erhalten. Also die offiziellen hast du ja irgendein Papier, aber wir haben das noch angelehnt. In USA seit 10 Jahren vergeben die so Badges und wenn du im Backpack kannst du ja sagen, die und die will ich auf einer Liste veröffentlichen und die senden dann fürs Recruiting nur noch diesen Link und dann vereinfacht das auch das Recruiting und wenn du da hochspezialisierte Leute suchst und die zum Beispiel immer die aktuellen Badges hast, du kannst ja das, wie vorhin besprochen, ein Klick und du siehst, der hat alles ajour, der weiß, um was es geht und dann kannst du auch besser Leute und schneller Leute rekrutieren. Uns geht es auch noch in diese Richtung. Nicht Lernen so als Coco betrachtet oder irgend so 100.000 Zertifikate, sondern Probearbeiten wird auch bei uns immer spannender. Und bei den Lernenden hat die Swisscom auch die Zertifikatspflicht abgeschafft, sondern die sollen beweisen, was sie jetzt können ohne riesen Zertifikatsflut. Aber um intern ein bisschen abzugrenzen, wie viele Scrum Master haben wir auf 50.000 Leute etc., wenn du so Badges vergibst, dann hast du intern viel besser den Überblick und du kannst die Leute suchen. Das ist natürlich noch der Nebeneffekt. Es geht nicht nur ums Lernen und irgendein Badge zu haben, zu zeigen, sondern wenn du diese und diese Qualifikation suchst und intern vom Fachkräftemangel her wollen wir die internen Leute mitnehmen. Reskilling, Upskilling ist ein Riesenthema. Da hilft uns keine Community. Als Firma muss man das selber aufbauen. Max, nochmal zu meinem Verständnis. Du sagst, wenn jemand sich selber irgendwo eingearbeitet hat, kriegt er ein Badge dafür. Also nehmen wir mal an, jetzt kommt ein Mitarbeiter und sagt, ich habe ein Buch zu agilen Techniken gelesen. Da muss ja jemand den Badge dafür formulieren. Das heißt, das sind ja dann ganz unterschiedliche Badges, die da vergeben werden. Ja, so weit sind wir noch nicht. Aber wir haben zum Beispiel gesagt, auf diesem
Thema. Es spielt keine Rolle, ob jemand zu IHK geht, SAP, weiß ich was alles, und sich zum Beispiel gewisse Programmierkenntnisse aneignet. Es spielt keine Rolle, wo, aber die werden dann für dieses Thema speziell, gibt es einen Badge. Das spielt keine Rolle, wo du das gelernt hast. Ob du autodidaktisch oder bei einem Anbieter warst. Und es wird auch nicht geprüft, sondern man glaubt dem Mitarbeiter, du hast es. Ja, unbedingt. Ja. Bei der Post ist der Trust sehr hoch. Sehr schön. Ja, klasse. Ja, spannend. Ich finde das gerade nochmal ganz interessant, was du gesagt hast, Thema Recruiting. Wir hatten letztens noch eine Bewerberin, da ging es eigentlich um Performance-Marketing. Die brachte aber relativ viele Skills im Design-Kontext mit. Die habe ich aber fast gar nicht gesehen, weil ich mir die Zertifikate, die dahinter gelegen haben, gar nicht mehr angeguckt habe. Also komme ich logisch, gar nicht mehr zu. Und wenn ich das aber, wie wir das eben schon mal hatten, Sandra auch, ne, sagen, wir haben hier so eine, die Badges alle so in einer Übersicht, vielleicht auch zu dem Kompetenzfeld in einer Linie geschaltet, dann sehe ich das ja mit einem Blick. Also fürs Recruiting finde ich das gerade, finde ich das für uns grandios, wenn wir da drauf gucken können und dann sehen, warte mal, die fällt komplett aus der Reihe, weil die ganz viel mitbringt in dem und dem Bereich und ich das auf einen Blick sehen kann. Und ich will eigentlich auch gar kein Anschreiben mehr. Ich will eigentlich nur den Link zu LinkedIn haben oder halt wohin auch immer. Da gucke ich mir das kurz an und weiter geht's. Ja. Also das LinkedIn und Backpack, wenn du die zwei Links hast, dann hast du alles. Ja, genau. Ja, genau. LinkedIn und Backpack, ganz genau, richtig. Genau. Und dann den Backpack, aber vielleicht dann auch nochmal in so einer gamifizierten Form oder halt nochmal übersichtlicher, ein bisschen ansehnlicher, wo ich es nochmal leichter sehen kann, auch die verschiedenen Pfade. Die verschiedenen Pfade, genau, ja, richtig. Ja. Auf einer Ansicht. So, ja. Ja. Jetzt, wir haben uns für Open Badge Factory entschieden, falls das jemand interessiert. Einfach könnt ihr da mal schauen, weil das ist relativ günstig. Für die ganze Post kostet es weniger als 2000 Euro pro Jahr. Also sehr, sehr, sehr günstig, auch für Unis. Ja, super. Ja, also ich sehe also zwei Ziele bei den Badges. Ne? Das eine ist, anderen sichtbar machen, was man drauf hat. Und das zweite ist so dieser Gamification-Ansatz. Oh, jetzt habe ich schon fünf, jetzt den sechsten und siebten kriege ich nur auch noch. Ne? Und die beiden hängen gar nicht so dicht miteinander zusammen. Ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, welcher scheint wichtiger zu sein, der motivierende Aspekt oder der Aspekt, ich kann zeigen, was ich drauf habe. Für mich braucht es beides, aber separat betrachtet. Mhm. Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn du intern Leute suchst, bist du froh, wenn sie das bekannt geben, weil die Datenlage ist bei den meisten großen Firmen lässt zu wünschen übrig, weil, wie heute auch schon angesprochen, glaube ich, Sabine, hast das gesagt, wenn so, früher, als es noch nichts Internes und weiß nicht was gab, dann nimmst du die älteren Mitarbeitenden nicht mit, weil sie ja gar keine Papiere haben oder das gar nicht abgelegt ist. Und SBB hat dann der HR-Ausstellung in Zürich da vor 3 Wochen das gezeigt, die Schweizerische Bundesbahn. Die wollten mit KI das, genau das alles evaluieren, aber die Datenlage war so schlecht oder lückenhaft, Entschuldigung, nicht schlecht, lückenhaft, dass es unseriös wäre, die Leute so mitzunehmen, wenn die Hälfte dann durchs Raster fällt, weil das System nicht gut ist. Mhm. Dann könnte man die Leute mitnehmen in der Personalentwicklung. Wenn du weißt, wer was, welche Badges hat, dann hast du auch gesehen, man kann diese Leute jetzt fördern. Oder? Das ist auch der Hintergedanke. Max, hast du eine Vorstellung, wie viele, wenn bei euch die Badges so gut vergeben werden, dass jeder sagen kann, komm, ich habe hier was drauf, wie viele Mitarbeiter oder wie viel Prozent der Mitarbeiter der Schweizerischen Post haben schon ein Badge? Das ist im einstelligen Bereich logischerweise, weil wir da nicht inflationär vorgehen, sondern immer nur für bestimmte Teilbereiche, Aspekte oder Bildungs-, zum Beispiel wie Top-Kader-Ausbildung ist 80% intern und nur 20%, wo von extern etwas kommt, und das kannst du sonst nirgends abbilden. Einfach so solche Sachen. Ich meine, wenn doch so viele, offensichtlich haben doch viele dann bei euch schon Badges. Ja, ja. Ne, aber also, es ist
Aber das ist weniger als 1% von 50.000. Ach so. Okay. Ja, ja. Bei 25.000 haben nicht mal einen Account, weil sie da mit dem Moped rumfahren. Also nicht despektierlich gemeint, sondern nicht ihr Job jetzt da. Die haben sicher Badges, aber nicht bei uns hinterlegt. Ach so. Mhm. Okay. Also aber wir empfehlen den Leuten LinkedIn, immer LinkedIn die Badges zu teilen oder in ihrem Backpack, aber nicht irgend sonst wo abzulegen. Jetzt bin ich fertig. Also LinkedIn machen ja auch nicht alle. Ne? Ich finde es, obwohl ich es nutze, ziemlich anstrengend, mich da immer so zu vermarkten zu sollen. Also für mich ist das Stress jetzt mal vom Alter unabhängig, finde ich das alles, weiß ich nicht immer hilfreich, sich da zu konzentrieren und mich immer nur als eine Marke sozusagen da zu präsentieren. Aber ich meine, jeder, also das ist so meine Haltung dazu. Ich glaube, jeder kann, das ist auch meine Erfahrung, jeder kann einen Beitrag leisten und jeder weiß genau, wo eine Stärke ist. Und ob ich das jetzt offenlege, du hast das ja eben gesagt, Thorsten, du hast gar nicht gewusst, was die Kollegin da, die sich beworben hat, alles weiß. Vielleicht wollte die das nicht offenlegen. Ich kenne es umgekehrt auch so, dass wir, was weiß ich, einen UX-Designer einstellen, wir wissen es nicht und der landet bei SAP-Entwicklung oder so und ist unglücklich. Ja, aber dann hat er das selber auch ein bisschen mit verschuldet, weil er nicht sich artikuliert hat. Ich finde, ein Skill-Management-System kann man relativ einfach herstellen. Die Frage ist nur, zum Beispiel, ist das dann auch belastbar? Also bei uns ist es so, wir sind selber für die Pflege verantwortlich unserer Skills und dann kommt es zu unterschiedlichen Einschätzungen. Heißt, wenn ich jetzt Leute suche, um Projekte zu staffen, dann sagt mir einer, was weiß ich, Agi-Coaching, ja. Ja, ich bin Experte und dann muss ich das validieren mit anderen Daten und sehen, na, der hat aber nur ein halbes Jahr irgendwo gemacht, das kann ja wohl kaum sein, ja. Und ein anderer schätzt ein, ich mache es 5 Jahre, aber ich bin eigentlich doch nicht so fit, ne. Also das ist dann mehr so eine Frage, das habe ich, und da drehe ich durch, ne, weil ich dann die Leute finde und immer die Hälfte wieder ausschließen muss, mit Excel-Tabellen arbeiten, damit ich das in den Griff kriege. Also das ist alles nicht, auch nicht zukunftsfähig. Aber Skills zu ermitteln und Leute einfach zu fragen, also das, was könnt ihr besonders gut und was wollt ihr vielleicht auch noch als Mehrwert einbringen? Und da habe ich gute Erfahrungen auch bei Kunden, tatsächlich mit auch in Behörden, dass das eigentlich etwas ist, was man leisten kann, ja, jenseits von Badges. Und ja, also das wäre sozusagen mein Appell, dass jeder einen Beitrag leistet. Jeder, der bei der Post ist, jeder, der in irgendeinem Unternehmen X ist, das muss nochmal irgendwie aufs Trapez gehoben werden und die Leute müssen vielleicht auch ermutigt werden zu sagen, das ist ja auch diese Initiative von Lex, dass die erstmal gar keinen Anspruch hatten, das überhaupt auch in fachlicher Hinsicht zu betreiben. Ja, aber da kommt eben ganz viel zum Vorschein, was man vorher gar nicht erahnt hat und das kann man dann, vorausgesetzt jemand möchte das, also es gibt ja auch Leute, die halten das privat und sagen, es geht die gar nichts an, was ich noch alles Tolles kann und was ich hier einbringen könnte, das muss man dann natürlich auch respektieren. Ne? Da kommt mir gerade so ein Gedanke, könnte man sich vorstellen, dass Mitarbeiter ihre Badges selber ausstellen? Ja. Wir sind immer beim Kontrollieren und bestätigen. KollegInnen, meinst du? Nee, ne? Also nicht ich stelle mir selber eins aus, sondern ich stelle eins aus für jemanden, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe, weil ich festgestellt habe, der ist in dem und dem Bereich richtig gut. So meinst du das? Nee, ich meine richtig, dass ein Mitarbeiter für sich selbst ein Badge ausstellt, okay. Sagt, ich kann Folgendes. Was Max gesagt hat, hat mich so fasziniert. Es gibt so eine Vertrauenskultur bei uns. Und ja, wenn ich sage, ich habe das drauf, ich bestätige mir das selber mit einem Badge und dieser Badge wird geführt und wird akzeptiert. Warum? Also diese Idee hat man bisher. Bisher sind Badges immer noch so, sie werden bestätigt von irgendeiner Organisation. Ne? So, und wenn wir das jetzt mal umdrehen und sagen, wer zeigen will, was er drauf hat, der kann sich selbst Badges ausstellen. Ja, also was ich daran spannend finde an dem Gedanken ist letztendlich, was ja passiert ist, dass der Brand Trust, den die Post dann hat, in dem Moment auf den Mitarbeiter übergeht, wenn er sich dann von dort aus wegbewirbt oder halt dann später im späteren Berufsleben. Was ich mir da noch vorstellen könnte in dem Zusammenhang, könnte theoretisch ja auch eine nachträgliche Sanktionierung sein, wenn da einer Schindluder mit betreibt, dass sowas nachträglich beispielsweise aberkannt werden kann, dass grundsätzlich jeder das erstmal erstellen kann für sich und dass es dann nicht den Daumen hoch gibt, ja, wir bestätigen, dass der das kann, von irgendwie 10 Leuten, sondern den Daumen runter irgendwie, dass gesagt wird, nee, warte mal, der hat nie in so einem Projekt gearbeitet, das Badge revoken wird, das entziehen wir wieder. Ja. Ja, auf der anderen Seite, wer zu viel angibt, was er nicht kann, der wird bestraft durchs Leben. Ne? Dann wird man ja erwarten. Man muss ja nicht angeben, was man nicht kann. Also es ist ja umgekehrt die Logik. Ich mache das, was ich als Stärke empfinde. Und ich kenne das also auch aus Teams, in agilen Teams vor allen Dingen,
dass man natürlich, wenn man zum Beispiel insbesondere so Retrospektiven macht, dass man sich gegenseitig auch Feedback gibt, wie man arbeitet, und das ist eine gute Quelle. Also um selber zu erstarken, um nicht sowas wie, zu haben wie einen Druck, ich habe jetzt sowas wie ein Zeugnis, aber man kann es als Referenz durchaus benutzen, wenn sich Kolleginnen, die in einem Arbeitskontext zusammenbefinden, sich auch, ich will das nicht sagen bewerten, sich irgendwie gegenseitig ermuntern und eine Rückmeldung geben. Und ich habe das oft schon angeregt, dass Leute sich einfach auch mal ein Feedback holen, auch für eigene Zielvereinbarungsgespräche, und sagen, so, wie empfindet ihr mich eigentlich? So, und das ist dann sehr authentisch und kann genutzt werden als ein Fundament, um zu sagen, darauf baue ich auf oder das zeige ich vor oder nicht. Aber ich würde jetzt nicht in die Richtung gehen, ich zähle mal alles auf, was ich nicht kann. Ja. Nee, war auch nicht so gemeint. Nee, aber dein Gedanke ist wunderbar, zu sagen, werden die Mitarbeiter auffordern, hinterfragt bei euren Kollegen mal, ob sie meinen, dass du einen Badge verdient hast, und dann stellen dir selber aus. Ja, verdient finde ich halt ein blödes Wort. Ja, okay, also, besser anders. Ich muss irgendwie weg von, ich möchte meine Stärke, was ja überall auch immer gepredigt wird, stärkengerechter Einsatz und so weiter, ich möchte das jetzt zum Blühen bringen und auch noch mehr Stärken fördern, und dafür brauche ich andere, weil also ich kann die selber erst entdecken, wenn ich überhaupt im Team arbeite. Ja, also ja, sonst bin ich ja sozusagen auch mit meiner eigenen Blindheit geschlagen. Nur, dann ja. Formulieren wir es lieber umgekehrt. Wir fordern alle Mitarbeiter auf, ihre Kolleginnen und Kollegen zu beobachten und sie zu bestärken, wo sie stark sind, sich selbst ein Badge auszustellen. Ne, also ja, diese Diskussion finde ich faszinierend im Moment. Diese Idee, Badges Mitarbeiter selber ausstellen zu lassen, hat, glaube ich, wirklich was. Also wer jetzt zu viel sich selber ausstellt, der wird ja daran auch gemessen. Also ich werde dann natürlich auch oft vorsichtig sein, nicht Dinge da reinzuschreiben, die ich gar nicht kann. Denn dann wird ja von mir auch erwartet, dass ich da was machen kann. Ne? Also insofern, da reguliert sich einiges. Und dann sind wir diesen ganzen Kontrollmechanismus los. Also ja, klasse. Ja, finde ich auch auf jeden Fall eine schöne Idee. Ein bisschen verlieren wir vielleicht die Leute, die so sehr schüchtern und bescheiden sind. Ne? Und von daher ist dieses Bestärken durch die KollegInnen natürlich eine feine Sache, dass man da vielleicht manchmal auch noch so ein bisschen gestupst wird. Mensch, du hast das und das super toll gemacht. Vergib dir dafür mal ein Badge oder so. Und weil ihr gerade aufblühen gesagt hast, ich habe dann gleich so ein Bild im Kopf gehabt, ne, dass dieses Badge dann quasi immer mehr so eine Blume, ne? Und die geht immer mehr auf, umso mehr man da... Also nur, falls jemand Lust hat, sowas mal zu programmieren, fände ich das mit einer Blume sehr schön visualisiert. Sehr schön. Ja, das war fast schon ein schönes Schlusswort. Wir sind kurz vor dem Ende. Wir wollen nicht über eine Stunde machen. Jetzt übergebe ich nochmal an die beiden Referenten, Thorsten und Tizian. Erstmal danke für eure vielen Infos und für den Anstoß dieser interessanten Diskussion. Vielleicht wollt ihr noch ein Abschlusswort sagen. Ja, sehr gern. Ja, uns hat das auch Spaß gemacht. Also wir waren ja heute auch zum Lernen hier, und ich finde, da waren einige sehr interessante Impulse jetzt auch nochmal für uns mit dabei. Also wenn ihr irgendwas braucht zu dem Thema, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sprecht uns an. Ihr findet uns auf LinkedIn oder ansonsten, die Präsentation können wir gleich nochmal zur Verfügung stellen. Ja, genau. Auch nochmal Kontaktdaten drin, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt. Also wir sind, wie gesagt, wir arbeiten damit tagtäglich eben für den Kunden. Also insofern, wir sind da auch immer für alle Schandtaten und Ideen bereit und auch vielleicht sowas weiterzuentwickeln. Wir werden auch mal die ein oder andere Idee, werde ich auch mal mitnehmen auf jeden Fall. So, vielleicht sagt ja der DIHK, Mensch, finden wir cool, die Idee mit der Blume oder mit was anderem, sowas auch mal zu öffnen oder weiß nicht, vielleicht, ja. Genau, vielleicht sprechen wir auch im Nachhinein nochmal mit Karl-Heinz, vielleicht wäre das auch was wir einfach mal für die Corporate Learning Community einfach nur öffnen oder so, mal gucken. Also, ja, uns hat es Spaß gemacht, ich glaube, kann ja, ich für cool. uns sprechen, war sehr spannend, ja. Schön, dass ihr alle da wart, und ja, wir freuen uns dann, euch in Waldorf dann zu sehen, auf dem Camp. Ja, wunderbar. Genau, das ich habe gleich nochmal Werbung gemacht. Corporate Learning Camp, 16. und 17. Mai. Wunderbar. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Camp. Wer sich noch nicht angemeldet hat, überall sind noch Plätze frei. In Waldorf wird es langsam eng. In Hamburg haben wir ein bisschen mehr Plätze. Aber denkt noch drüber nach. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Danke fürs Mitmachen. Ich beende jetzt die Aufzeichnung. Tschüss. Tschüss.